Alleinerziehend ist sicherlich noch mal eine größere Herausforderung. Unterm Strich gehe ich auf jeden Fall abends schlafen und bin zufrieden. Am meisten Angst mit der Entscheidung, Pflegemutter zu werden, hatte ich natürlich, dass ich es einfach nicht schaffe. Aber ich habe gemerkt, wenn man einfach viel aus der Intuition rausmacht und gar nicht immer so nach diesem Perfekten hinterherstrebt, dann geht es manchmal viel besser. Und ich glaube, man muss sich da selber ein bisschen den Druck rausnehmen. Mein Name ist Nathalie und ich bin Pflegemama seit August 2019.